ganz herzlich begrüße zu unserem diesjährigen Funkenappell und wir wünschen euch natürlich zunächst ein frohes neues Jahr und starten mit der ersten Karnevalsveranstaltung, zumindest in Monnem. Wir wollen ja schon in Hitterbück im neuen Jahr und freuen uns, dass ihr alle da seid. Bevor wir jetzt aber anfangen, möchte ich doch unser Prinzenpaar genau an die reservierten Plätze bitten, dann könnt ihr nämlich auch viel besser gucken. Und da kann ich gleich auch die Gelegenheit nutzen, euch ganz herzlich zu begrüßen. Ich muss mich kurz fassen, der Leiter der Organisation hat mir nämlich nur 3 Minuten Redezeit eingeräumt, die ist bald schon abgelaufen, da will ich mich auch dran halten. Ich möchte aber noch besondere Gäste begrüßen und ich fange zunächst mal an bei unseren Aktiven. Unser aktives Chor probt schon, ich glaube seit März seid ihr schon wieder dabei, Lukas, ne? So ungefähr, also kurz nach der Session sind die Jungen und Mädchen schon wieder unterwegs, um euch zählen zu können, was sie geliert haben. Und wir haben es heute schon gesehen, wir waren gestern schon in Viersen, da hat es auch gut geklappt und wir freuen uns auf eine tolle Session mit euch. Herzlich willkommen, Tanzoffiziere und Mariechen. Der Elberrat probt auch das ganze Jahr über, meistens beim Hermann Abels im Lea Stübchen, allerdings nur die Kamelle werfen, damit das dann Rosenmontag auch klappt. Aber es gibt auch was Besonderes zu berichten. Es gibt nämlich einen frisch gebackenen Opa im Kreise des Elberrates. Unser lieber Frank Fritze ist nämlich Opa geworden. Lieber Frank, herzlichen Glückwunsch von den Elschaften. So, dann würde ich den Elberrat jetzt bitten, die Plätze einzunehmen, dass ihr euch stärken und erfrischen könnt, ne, wie ihr das verdient habt, wie ihr wollt, durcheinander. Es nur ein Würstchen von einem Nützchen, ja, das schmeckt wie Apfeltanz. Thank you.
Rest in Blick. Hey, hey. Ja, vielen Dank für Ihren herzlichen Applaus. Dann machen wir noch eins. Und auch beim Bütze Garas Heere, da soll sich Schnee weht und die Kehl beschweren. Hat er doch den Kehl vergessen, aber ist er noch. Das hat doch recht gut gemacht. Ich kann nur noch sagen, herzlich willkommen bei den Altstadtfunken. Die neuen Mitglieder bekommen jetzt ihren Funkenpass ausgehändigt, ihre Schulterklappen und den Orden. We'll be right back.
vielen lieben Dank. Kein Strom mehr da. Ja, auch das war wieder eine Glanzleiste ohne Musik. Live ist live, wir können nichts ändern. Aber ich möchte schon mal die Liste und die Fahne bitte wieder auf die Bühne kommen. Ja, liebe Freunde, als wir vorhin gesehen, wir können ohne Licht, wir können ohne Musik, ohne Mikrofon hinauf. Ich bin allerdings froh, dass wir eine Reservisten eben mit der Musik ausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob das so geklappt hätte, aber da kriegen wir dann einmal frei. Und dass das so einmal frei geht, ich habe euch eben schon gesagt, haben wir Claudia und Ralf Schätzler zu verdanken. Ihr zwei kommt doch bitte mal zu uns auf die Bühne. Ja, der Trainer ist ja zufrieden, der Trainer hat auch ein Tröntchen im Hof, du musst das auch sehen. Liebe Claudia und lieber Ralf, euch ganz herzlichen Dank für eure ja, wirklich ganzjährige Mühe um unseren Verein. Und ja, das Ergebnis, denke ich, kann sich sehen lassen, auch mit unseren hier schlechten Bühnenbedingungen, die wir haben mit der Schräge. Ich denke, das war eine super Leistung von unserem aktiven Chor und der Reservisten haben auch alles gegeben. An der Stelle unseren herzlichen Dank. Danke schön.